Hallo meine Lieben, hier ist die Cindy von Freyas Orakel und Wegweiser und wir schauen jetzt mal hier in die Karten rein, was denn in der nächsten Zeit noch auf dich zukommen wird. Und ich bin gespannt, was kommt denn hier auf mein Kollektiv, auf meine Zuschauer demnächst zu. Oh, hier geht es um einen Seelenpartner. Hier kommt ein Seelenpartner auf dich zu und du hast die Möglichkeit, mit diesen Menschen diesen Weg gemeinsam zu gehen. Wow, das klingt ja schon mal ganz toll, oder? Auf jeden Fall kommt hier wieder mehr Gleichgewicht in eine Sache rein. Vielleicht hast du diesen Seelenpartner schon. Oder es ist ja ein Mensch, der sehr, sehr feurig, leidenschaftlich und heiß auf dich zukommt. Und da kommt auf jeden Fall eine Balance mit dieser Person wieder rein, wenn das aus der Balance gewesen war. Oder generell hast du mit diesen Menschen die Balance in deinem Leben. Und vor allem hier die 10 der Münzen, die absolute Fülle auf Stabilität. Wow, also was sind denn das heute für tolle Karten? Ja, und dann schauen wir mal weiter, was kommt denn da noch mit diesen Menschen? Was kommt noch auf dich zu? Dann haben wir hier auf jeden Fall eine Entscheidung, ne? Eine Entscheidung. Also hier wird man noch so gewisse Masken aufhaben, Fassaden vielleicht auch in dieser Entscheidung, weil man sich vielleicht auch noch nicht so richtig entscheiden kann. Aber auf jeden Fall liegt hier das kleine Glück mit in dieser Verbindung dabei. Was kommt da noch? Ja, also ich sehe hier mit den Gedanken, man macht sich hier sehr, sehr viele Gedanken, weil man nicht so richtig weiß, ist dieser Mensch ehrlich? Kann ich diesen Menschen vertrauen oder nicht? Ne? Also am Anfang haben wir hier gesehen, es wird echt super, super schön, aber man kann sich hier noch nicht so richtig entscheiden, ob das wirklich der Mensch ist, den du auch an deiner Seite haben möchtest. Ja? Hier ist eine Wunscherfüllung, aber so in der Tiefe, da wird man so ein bisschen denken, kann ich diesen Menschen wirklich vertrauen? Ja? Aber letztendlich wird man hier eine Entscheidung treffen, also in dieser Sache. Dann haben wir eine Neuausrichtung und man macht sich doch auf die Reise. Also man wird hier seinen Kurs recht gut einstellen können. Und wo wird denn die Reise hingehen? Und zwar wird die Reise hier in den Erfolg mit diesen Menschen gehen. Ja? Also ich habe so das Gefühl, es kommt ein toller Mensch in dein Leben oder auch wieder ein Seelenpartner in dein Leben, wo alles so harmonisch wird, wo alles hier gut umgesetzt werden kann, wo die absolute Fülle an Gefühlen auch da ist, die Stabilität. Aber innerlich hast du vielleicht noch so ein paar Ängste. Meint das die Person jetzt ehrlich mit mir oder belügt mich die Person, täuscht mich die Person? Also so ein paar gewisse Ängste spielen da noch eine Rolle, aber du wirst deinen Kurs auf diese Wunscherfüllung ausrichten, ja, und es wird hier in den Erfolg, in das absolute Glück reingehen. Also meine Lieben, was soll ich dazu noch sagen? Ich sag noch was, und zwar eine Herzkarte. Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit ein. Ja, vielleicht kommt es hier dazu, dass du irgendwie noch so ein paar Gedanken dir machen sollst in dieser Zeit. Und dich kann aber nichts aufhalten, ja, weil du bist hier frei. Du bist frei in deinen Entscheidungen. Und dann haben wir hier noch das Abwarten. Überstürze nichts, lass die Dinge ihren Lauf nehmen. Ne? Also mir wird jetzt gesagt, geh bitte die ganze Sache ruhig und langsam an. Ne? Stürz dich nicht zu sehr in diese Seelenpartnerschaft rein, sondern gesteh dir auch ein bisschen Nachdenkzeit ein, ob es auch wirklich hier dein Wunschpartner ist. Ne? Lass dich hier von nichts aufhalten und geh ganz langsam die Sache an. Ne? Warte hier ein bisschen ab und lass das ganz langsam ihren Lauf nehmen. Ja, meine Lieben, was soll ich dazu noch sagen? Außer ich wünsche euch ganz viel Glück. Ne? Ciao, meine Lieben.